Verborgen hinter Tüll, die Luxussuite des Modezaren. Zum ersten Mal weilt Karl Lagerfeld nun in seinen ganz persönlichen Schlosshotel-Gemächern. Aus Paris mitgebracht hat er eine komplette Fotocrew und Topmodel Nadja Auermann. Der Meister fotografiert stets höchstpersönlich. In diesem Fall die Lagerfeld Winterkollektion 95-96. Das ist ein ziemlich sportlicher, beinahe yachtartiger Stil. Und darum passt es hier auch gut in die Berliner Wälder und so. Das ist eine sehr nördliche Atmosphäre. Und das kam ja gut aus, wo ich es ja hier machen wollte. Im Grunde habe ich die Kollektion gezeichnet, damit sie in den richtigen Dekor nach Berlin passt. Innenaufnahmen sind da nur ein paar, weil wir das nachmittags, das ist das Sonnenlicht zu sommerlich schon, da konnten wir es nicht draußen machen. Noch bis Mittwoch posiert Nadja Auermann vor des Meisters Linse. Die 24-jährige Berlinerin ist seit 4 Jahren im Geschäft und zählt inzwischen zu den Top 10 der Supermodels. Geplant war das nicht. Von meiner Schwester wurde mir gesagt, du bist so groß und so dünn, du müsstest unbedingt Model werden. Und ich habe mir immer gedacht, nein, das kann nicht sein. Ich fand mich immer zu dünn und zu groß. Und jetzt bin ich es trotzdem geworden. Oder gerade deswegen, würde ich eher sagen. Lagerfeld schätzt Nadja ebenso wie Claudia Schiffer. Die häufig gezogenen Vergleiche zwischen seinen beiden Musen gefallen ihm gar nicht. Recht hat er. Nadja ist eben Nadja.